Auf Julen Lopetegui warten große Aufgaben. Real Madrid und sein neuer Trainer starten in der Nacht zu Mittwoch in die Testspielphase gegen Manchester United in Miami. Nach dem Abgang von Weltmeister Cristiano Ronaldo bricht für Real eine neue Zeitrechnung an. Für Lopetegui jedoch kein Problem. Als Trainer kann ich Ihnen sagen, dass es eine spannende Herausforderung ist, diese Mannschaft ohne Cristiano Ronaldo neu zu erfinden, sie konkurrenzfähig zu machen und zu motivieren, alle Titel zu gewinnen. Und ich habe keinen Zweifel, dass wir das auch schaffen. Das ist eine große Aufgabe für einen Trainer. Einer, der die großen Fußstapfen Ronaldos eines Tages füllen soll, ist der 18-jährige Brasilianer Vinicius Junior, für 45 Millionen von Flamengo Rio de Janeiro gekommen. Er soll zusammen mit dem übrig gebliebenen BBC-Sturm Karim Benzema und Gareth Bale die hohen Erwartungen der Königlichen erfüllen. Das Kollektiv soll also den Verlust von Cristiano Ronaldo kompensieren. Einen Ronaldo-Ersatz braucht Reals Coach nicht. Wir sind sehr zufrieden mit den Spielern, die wir haben. Wir sind davon überzeugt, dass wir für alle Ziele kämpfen werden, wie es Real Madrid nicht anders gewohnt ist. Darauf sind wir vorbereitet. Vorgänger Zinedine Zidane hat Lopetegui nicht weniger hinterlassen als 3 Champions-League-Siege in Folge. Daran anzuknüpfen dürfte mit jedem Kader der Welt schwer genug sein, selbst wenn es gelingt, Ronaldo zu ersetzen.